Topfgucker TV empfiehlt. Heute bin ich zu Besuch im Restaurant Daniel auf der Kluckstraße hier in Dresden. Unter dem Motto "Die Region liefert, Daniel kocht" haben wir ihn das erste Mal besucht. Damals noch im Kartoffelkeller. Bei anderen hatten wir mal das Thema Rezepte zum Abnehmen, die besten Fettburner-Rezepte. So, hat die Dame. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ich hätte hier zwei kohlenhydratfreie, also einmal die Hähnchenbrust. Perfekt. Mit was ganz speziell überbacken. Mit dem Fenchel-Sellerie-Gemüse. Und das ist gebratenes Gemüse mit einem Tartar und Hüttenkäse. Okay. Und einem Schinken-Chip, auch kohlenhydratfrei. Also perfekt für abends. Perfekt für immer eigentlich. Ne? Und dann hat sich Daniel 2018 einen Wunsch erfüllt und ein eigenes Restaurant eröffnet hier in Dresden-Striesen. 2019 kam und dann Corona, aber auch das hat er genutzt. Ja, herzlich willkommen Restaurant Daniel. Das ist quasi heute eine Sendung aus dem Hochsicherheitstrakt. So, wir fangen an. Hallo Daniel. Hallo. Bist du alleine? Ich bin ganz alleine. Ralf, komm rein. Komm, bleib hier stehen. Oh. Hallo. Hallo, servus. Schön, dass du da bist. Ich zeig dir die Küche. Ja, und die Tür steht offen. Jetzt gucke ich mal, was heute Daniel macht. Und ja, schau mal, vielleicht hat er uns ja schon kommen hören. Wir gucken mal, was er macht. Hallo, Daniel. Morgen. Ja, es ist immer wieder schön, dich zu sehen. Bei dem Wetter vor allem. Ja, bei dem Wetter. Und ich habe den Leuten ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du zählst zu den beliebtesten Köchen. So, was ist das Geheimnis? Sag du es mir. Na gut, ich sag dir es mal. Also viele mögen deine authentische Art. Mhm. Viele mögen auch, wie du kochst und was du kochst. Und das ist ja ein Thema bei dir, das heißt... Regional. Ja, ne, gibt ja viel und deswegen kann man das ja nutzen. Und deswegen, da man aus allen möglichen was machen kann, nutzen wir dominant vorwiegend das, was es hier gibt. Demzufolge sind wir automatisch an der Jahreszeit gebunden. Ja, und das macht es einfach nachvollziehbar, glaubhaft und man schmeckt es auch. Jetzt gibt es ja noch ein Talent von dir. Du hast ja auch die Gabe, Sachen gut erklären zu können. Also ich muss dazu sagen, Daniel ist echt streng. Also wenn man hier das so locker kennt, also der hat unwahrscheinlich, die Leute, die haben schon, ne? Ja, ja, also der weiß, was er will. Und woran liegt das? Erzähl mal ganz kurz deinen Werdegang, Daniel. Was hast du, bevor du ein Restaurant eröffnet hast, was hast du gemacht? Ich war in der Hotelfachschule viele Jahre. Das war direkt davor. Davor natürlich, wie jeder, viele Köche, sag ich mal. Dort und dort und dort, verschiedene Regionen, Länder. Küchen logischerweise auch und dann irgendwann Hotelfachschule, aber die hat sich quasi aufgelöst, weil die Nachfrage nach einer privaten Ausbildung für Gastronomie dünner wurde, dünner. Dazu der Geburtenknick und ja, dann stand ich vor der Entscheidung, wie geht's jetzt weiter? Und im Hinterkopf war natürlich immer der Wunsch, eigenes Restaurant, den habe ich dann umgesetzt und hat natürlich extrem doof angefangen, 2013 mit der, wie heißt Flut, dann war das leer, das Hotel war leer, wo wir in einem Hotel eingemietet waren und, so. 2013, erstes Restaurant, das war der besagte Kartoffelkeller, genau. Wo wir, ja genau, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, stimmt, du hattest also echt harte Zeiten und jetzt komme ich mal zu dem Punkt, was ich selber bewundere und was ich auch immer bei unseren Drehs schätze, egal was ist, wie dich das Leben gerade beutelt, du nimmst es ganz gut, oder? Was bleibt mir übrig, ne? Da gibt es so einen schönen Spruch, wem das Wasser bis zur Unterlippe steht, der soll den Kopf nicht hängen lassen, ne? Aber das beschreibt es ganz gut, weil ja, uns geht es hier wirklich sau gut. Ne? Auf schlechtes, schönes Wetter, aber mal ganz global betrachtet, uns geht's gut. Auch wenn man eine Krise hat und man das Geld alle isst und die Gäste mal gerade fernbleiben oder wir zuschließen müssen wegen Corona, uns geht's gut. Ja, und deshalb sollte man das doch auch leben und genießen. Ja. Ja, eines der Gründe, warum viele Daniel kennen, ist ja auch, dass er mindestens zweimal bei Mein Lokal, Dein Lokal den ersten Platz gemacht hat. Du hast früher so einen kulinarischen Kalender gehabt. Das hast du weiterhin. Was können denn da die Gäste erwarten bei dir? Ja, das ist immer ein Anbieter pro Monat quasi oder mal ein Händler. Aber also Händler zum Beispiel, Georg Händler aus Groß-Dobritz, den hat er dieses Jahr auch da mit Wagyu-Rind. Das war ein absolutes Highlight. Und das sind eben so Produkte und auch Leute, man kann mal hinter die Kulissen gucken und das spielt schon eine Rolle. Man kriegt einen Einblick oder einen Spargelbauer
oder eben, keine Ahnung, ein Gemüsehändler, so grundverschiedene Geschichten. Und um dieses Produkt machen wir dann quasi das Menü am Abend. Der ist mit da, moderiert das Ganze, ich kann mal Fragen stellen, ja, und erfährt mal Dinge, die man vielleicht so nie liest. Beziehungsweise kriegt man auch mal ein Menü, wo wir dann wirklich das Produkt in den Mittelpunkt setzen. Ja, da gibt es einfach ein Menü mit Ölen, da ist jeder Gang mit einem speziellen oder zwei verschiedenen Ölen ergänzt noch. Mohnöl, Zitronenöl, was es alles gibt. Und das ist auch für mich schön, weil wir können dann mal wirklich 40, 45 Menüs schicken mit was ganz Besonderes. Dinge, die im à la carte nicht möglich sind. In Wellington zum Beispiel, das kannst du à la carte nicht machen. Das geht an so einem Abend dann. Du sagst, okay, jetzt, bums, und dann macht das Spaß. Jetzt hast du ja sehr, sehr viele Fans. Du hast ganz viele, die dich mal kennenlernen wollen. Kann man denn so einen kulinarischen Genussabend bei dir buchen? Und wenn ja, wo und wie? Also regulär jeden letzten Mittwoch im Monat. Ganz regulär über Telefon oder Webseite buchbar. Natürlich 80% sind Stammgäste. Wir haben einige, die buchen das ganze Jahr schon durch. Aber versuchen kann man es ja immer wieder. Ne? Und wir machen oftmals, gerade bei Themen, zum Beispiel der Wagyu-Abend war so ein Beispiel, da hatten wir dann am nächsten Abend gleich nochmal 40 Reservierungen. Weil die Neugierde nach Wagyu zu dem Preis, ein ganzes Menü, war natürlich da. Und aus dem Grund haben wir dann 2 Tage dieses Menü angeboten. Ja, das macht also auch beiden Seiten dann Spaß. Ja, mir auch, schon beim Zuhören. Also in diesem Sinne, Daniel, wir werden dich auch weiter begleiten, wenn du willst. Ich meine, du siehst noch aus wie frische Mitte 30. Wie lange musst du noch hier tätig sein? Ich bin jetzt bei 30K, glaube ich. Nein, ich muss schon noch ein paar Jahre arbeiten. Also nicht mehr ganz 20, aber ihr könnt mich gerne begleiten so lange. So, für uns eine Riesenfreude und auch für euch, für alle Topfgucker und alle Gäste. Ist das oder sind das wundervolle Aussichten? Wir sagen danke und bis bald. Gerne, gerne. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de